Liebe Zuschauer und liebe Zuschauerinnen, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge und zu einer neuen Rezension von Conoscere TV. Heute besprechen wir das Sachbuch Volkswirtschaftliche Neuorientierungen für Praktiker und Wirtschaftsstudenten von Professor Dr. Adolf Wagner, erschienen beim Verlag Europabuch. Dieses Buch bietet eine überzeugende Antwort auf die Notwendigkeit, dass die Wirtschaft neue Methoden zur Krisenvermeidung und zum Aufbau von Wohlstand einsetzt. Das Allerwichtigste in diesem Buch ist die wissenschaftliche Grundlage der Nationalökonomik, das heißt einer Volkswirtschaftslehre für die staatlich eingebundene Wirtschaft. Es gibt keine regelrechte, immer und überall empirisch gültige Nationalökonomik, also nichts, was man als eine Art Sozialphysik bezeichnen könnte. Man kann nur Arbeitsanregungen für eigene spezielle Quasi-Theorien bekommen, die auf bestimmte Gebiete und Zeitspannen begrenzt sind. Die aussichtslose Suche nach einer regelrechten Einheitstheorie sollte aufhören. Bei Durchsicht dieses Buches stößt man auf eine Reihe interessanter Sachpunkte. Man kann einige davon als Wünsche oder Vorschläge für die Wissenschaftler fassen. Erstens, die Menschen und die Bevölkerung stärker und sogar zentral berücksichtigen. Zweitens, die Leute mit tacit Knowledge im Leben und in der Wissenschaft schätzen. Drittens, die Stabilisierung der Bevölkerung für Wirtschaft und Staat wichtig nehmen. Viertens, eine demografische Effizienz neben allokativer und distributiver Effizienz mit den Lebensbedingungen verknüpft sehen. Fünftens, bevölkerungsbedingte Arbeitslosigkeit nicht übersehen. Und zum Schluss sechstens, wegen und möglicher Nutzen und Wohlfahrtsmessung die Budget- und die Budgetdisziplin wichtig nehmen. Es gibt noch viel mehr in diesem Buch, dessen größtes Verdienst darin besteht, dass es komplizierte wirtschaftliche Themen für alle zugänglich macht und eine methodische Erneuerung der Disziplin anstrebt. Volkswirtschaftliche Neuorientierungen für Praktiker und Wirtschaftsstudenten von Professor Dr. Adolf Wagner verdient es, aufmerksam gelesen zu werden, weil dieses Buch neue Perspektiven und Verständigungsmöglichkeiten eröffnet. Das Buch ist ab sofort erhältlich, sowohl im Buchhandel als auch online als E-Book. Und es ist aus einer Zusammenarbeit mit dem Europabuchverlag entstanden.